So, ich begrüße euch zum nächsten kurzen Video. Ich habe den nächsten Brief von einem meiner Abgeordneten bekommen. Meine Clickbaiting-Katze sitzt wieder hier auf meinem Schreibtisch. Und jetzt schauen wir mal, was da drin steht. Diese Abgeordnete, die mir jetzt geschrieben hat, die ist von der SPD. Der vorherige Brief, der war ja von einem FDP-Abgeordneten. Nachdem die Clickbaiting-Katze versucht hat, meinen Brieföffner zu fangen, ist er jetzt auch vom Schreibtisch runtergehüpft. Also, der FDP-Brief, der erschien mir sehr, als wäre es ein Standardbrief, den sie an alle geschrieben haben, an alle geantwortet haben, die ihnen was geschickt haben. Der hier ist es nicht. Es gab ja ganz viele, die haben gesagt, es bringt eh nichts, wenn man Politikern schreibt. Und ich bin sehr positiv überrascht von meiner SPD-Abgeordneten. Ich nehme ihre Sorgen wahr und erkenne ihr Anliegen. Sie hat wirklich genau auf mein Schreiben geantwortet. Der Waffenbesitz sicherheitsrelevant, bla bla bla. Sie weisen zu Recht darauf hin, dass es den Verwaltungsaufwand erheblich erhöhen würde. Die Einschränkung bei den Schreckschusswaffen. Darum geht es gerade. Deswegen werden wir in der SPD-Bundesfraktion in der kommenden Woche prüfen, wie weit wir hier unkomplizierte Lösungen finden. Das würde wieder zu dem passen, was ich geschrieben habe, dass man einfach allgemein jedem entsprechend Vorbestraften den Waffenbesitz komplett verbietet, ohne Verwaltungsakt. Wenn jeder, der wegen Verbrechen verurteilt worden ist, automatisch keine Waffen besitzen darf, dann löst man viele Probleme total unbürokratisch. Habe ich ganz viele Kommentare bekommen, wie man das denn überwachen soll. Ja, gar nicht. Jede Überwachung davon würde wieder Bürokratie mit sich bringen. Aber wenn der vorbestrafte Bankräuber und Vergewaltiger mit einer Waffe erwischt wird, wird er bestraft. Wenn man den Verkauf überwacht, dann hat man wieder Bürokratie. Ja. Sehr interessant, ja. Ihr seht es hier. Auf der Rückseite steht nur noch ein bisschen was. Da steht auch der Name von der Abgeordneten, den mag ich euch nicht zeigen. Auf jeden Fall bittet sie mich darum, dass sie mein Schreiben verwenden darf bei der Sitzung der SPD, die ansteht. Und das waren 8 Seiten, die ich ihr geschrieben habe. Kein Standardbrief, ich habe ihr 8 Seiten geschrieben und erklärt, warum die Forderungen sinnlos sind. Ich bin sehr positiv überrascht von der SPD. Daumen hoch, hervorragend, finde ich voll gut. Danke für die Antwort. Und ich werde ihr jetzt nochmal antworten, dass sie das selbstverständlich verwenden darf. Und wie ihr seht, landen diese Briefe nicht im Papierkorb. Ich habe gerade auf meinem Blog was verlinkt. In Österreich wurde das Waffengesetz verändert vor ein paar Jahren und dann hätten alle Sammlerwaffen beschriftet werden müssen. Da hätte bei jeder 08-Pistole aus dem Kaiserreich alle wesentlichen Teile beschriftet werden müssen. Und alleine 300 Briefe ans Parlament haben das verhindert. 300 haben das schon verändert. Also, werdet aktiv. Ist nicht umsonst. Ich wünsche euch nur das Beste. Macht's gut. Ciao.